Gut, Formeln selbst erstellen. Der Hintergrund ist bei der ganzen Geschichte erstens, dass man besser durchzieht, dass man sich also darin übt und zweitens, dass man nicht Fehler mitschleppt. Ich verweise nochmal auf folgenden Fehler. Nehmen wir mal an, es kommt raus bei einer Rechnung, also ein Beispiel jetzt, es kommt raus, R ist gleich eigentlich ja, Wurzel aus 2 Metern. Das kriege ich raus und muss dann mit Pi mal R Quadrat eine Fläche berechnen. Wenn ich jetzt diese Wurzel aus 2 ummiezle und sage, das sind 1,4 Meter und ich rechne hier dann Pi mal 1,4 in Klammern zum Quadrat, Quadratmeter ist gleich a, dann hole ich mir natürlich einen unverzeihlichen Fehler rein. Dann das 1,4 mal 1,4 ergibt 1,96. Ich bin also schon bei der zweiten Kommastelle komplett daneben. Wenn ich aber sage, ah, ich lasse das so als Wurzel aus 2 stehen und setze das hier ein, dann sieht die ganze Formel nämlich eingesetzt so aus. Pi mal Wurzel aus 2 Meter in Klammern zum Quadrat ist gleich a. Und wenn ich jetzt hier bloß ein kleines bisschen drüber nachdenke, dann sage ich, ah, das hebt sich ja komplett auf, dann sind das 2 Quadratmeter. Pi mal 2 Quadratmeter. Das heißt also, wenn ich mir das alles versaue, indem ich, sagen wir mal, einfach so im Kopf irgendwelche oder sagen wir mit dem Taschenrechner mir irgendwelche Kommafehler reinhole, dann wird mein Ergebnis umso falscher, je länger ich mit diesen Ergebnissen weiterrechne. Deswegen machen wir Folgendes. Wir hatten eine Vorübung gemacht mit diesem Möndchen des Hippokrates. Ne? Und es ging darum, zu kombinieren, wenn das ein Quadrat ist mit den Seiten a, wie kann ich dann zum Beispiel diese Fläche berechnen? Deswegen eine grundsätzliche Vorgehensweise, wenn wir irgendwelche Körper oder Flächen oder sonst was berechnen, dass wir sagen, so wie beim Möndchen, wir sagen, eine Grundsatzidee ist, a gelb ist gleich a eines Quadrates minus, bitte, was ist denn? Ist gleich, und jetzt muss ich sagen, ja, was mache ich jetzt hier? Jetzt ziehe ich was ab. Ja, was ziehe ich ab? Jetzt überlege ich, das ist einmal ein Halbkreis abgezogen oder was mache ich letzten Endes? Ich kann das ganze Ding aufsplitten, indem ich sage, Moment mal, wenn ich hier einmal einen Kreis ziehe, dann kann ich sagen, aha, das wäre ein Viertelkreis. Also, übrig ist, ich muss einen Viertelkreis einmal abziehen, dann habe ich das Weiße übrig. Und wie muss ich jetzt weitermachen? Also wir fangen dann grundsätzlich zu überlegen an und sagen, naja, dann muss ich eben mal einen kleinen Umweg machen. Dann sage ich, das ist ein Quadrat minus ein Viertelkreis. Also a Quadrat minus ein Viertelkreis ist a weiß. Und wenn ich a gelb haben will, dann kann ich auch sagen, dann gehe ich den Umweg über diesen hier und sage, naja, das ist nicht schlimm. Dann ist das ein Quadrat, ne, komplettes Quadrat, minus 2 mal a weiß. Und dann habe ich es. Das ist a gelb. Ne? Ein Quadrat minus 2 mal so ein weißes. Oder stimmt das noch nicht? So, und wenn wir das dann als richtig erkannt haben, dann schreiben wir weiter. A gelb ist demzufolge a Quadrat minus 2 mal. Und jetzt kommt dieser Ausdruck. A Quadrat minus Pi a Quadrat Viertel, ne, das ist a weiß hier. Und jetzt kann ich das Ganze noch zusammenfassen, ausklammern und umklammern und ausmultiplizieren und sonst was. Gucken wir uns mal an, was dann passieren würde. A Quadrat minus, jetzt ausmultiplizieren, minus 2 a Quadrat minus Pi a Quadrat Viertel. Kann jemand schon schätzen, was hier bei der ganzen Sache rauskommt? Guckt euch das mal an. Stimmt das? Habe ich hier richtig ausmultipliziert? Nee, ne? Hier muss ein Plus sein. So, und jetzt a Quadrat minus 2a Quadrat ist minus a Quadrat. Das ist a gelb. Und jetzt plus Pi Viertel a Quadrat. Stimmt das? Genau. Ne? Hier fehlt nämlich die 2 noch davor. Und wenn ich das kürze, habe ich hier eine 1 und hier eine 2. Also es muss hier eine halbe stehen. Ne? Genau. Funktioniert es jetzt?
ist minus a Quadrat, das ist eine negative Fläche, das kann es eigentlich nicht geben. Ist das noch betragsmäßig größer als das? Also wenn ich an solche Stellen komme und sage, Mensch, verdammt, hier kriege ich ja eine negative Fläche, das kann ja gar nicht sein, ne? Da muss ich mir aber darüber klar werden, Pi halbe ist rund 1,5. Positive 1,5 a Quadrat minus ein ganzes a Quadrat, das wird nicht schlimm, das wird funktionieren. Und das schreibt man in diesem Fall verkehrt rum oder man könnte es noch ausklammern, wäre dann irgendwann, wie sage ich gerne, Schmuck am Nachthemd, ne? Also hier kann ich weitermachen, aber ich muss mir vorher überlegen, nicht, dass hier eine negative Fläche rauskommt. Die gibt es doch nicht. Antimaterie haben wir nicht. Gut, das bis dahin. Jetzt, sehr konkret, machen wir uns mal Gedanken über Folgendes. Und zwar, wir müssen zu einer Formel kommen, die Folgendes ausdrückt. Nee, das war nicht schön. Wie kann ich einen Kegelstumpf formelmäßig selber zusammensetzen? Das sei die Höhe des Kegelstumpfes. Und hier habe ich einen großen Durchmesser, nennen wir ihn dg. Hier habe ich einen kleinen Durchmesser, dk. Wie kann ich mir die Volumenformel dieses Kegelstumpfes klar machen? Gesucht die Volumenformel. Und jetzt überlegen wir mal. Genauso rangehen wie eben. Wie müssen wir da rangehen? Wir haben folgenden Ansatz. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Und zwar hat hier ein Schüler gesagt, man könnte sich ja Folgendes vorstellen. Hier drin befindet sich ein Trapez. Und das Trapez lasse ich einmal rumdrehen. Und da kommt man einigermaßen weiter. Entwickle den Gedanken mal weiter. Das ist gar nicht so schlecht. Wie geht's weiter? Ganz genau, dann sagen wir hier zu RK, hier zu RG und hier zu H. Und jetzt müssen wir noch diese Drehung noch einmal reinbringen in die ganze Geschichte. Wie machen wir das? Weiter? So, wir haben jetzt diesen Gedanken hier oben verlassen. Das geht in der 11. dann besser. Wir können dann vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Wir haben jetzt erstmal Folgendes überlegt. Wir haben unseren Kegelstumpf geschnappt und haben gesagt, wir tun mal so, als wenn oben bloß jemand die Spitze geklaut hätte und haben gesagt, H Original war mal so, dass es den ganzen Kegel betraf. Das ist unser H, wie wir es kennen, vom Kegelstumpf. Und das ist H fehlt, haben wir einfach gesagt. Und jetzt haben wir einfach mal die Formel hingeschrieben. V von dem Gesamtkegel war ein Drittel Pi RG hier unten, Quadrat mal HO wie Original. Und von dem fehlenden Kegel, der hier oben weggeschnippelt ist, ist es ein Drittel Pi R klein, Quadrat mal H fehlt. Jetzt können wir aber sagen, jetzt kam schon der Hinweis, H fehlt ist gleich, oder wie kann man das noch miteinander verknüpfen, wie kann man das aufbauen? Wir müssen also irgendwie, wir kennen ja HO nicht, wir kennen auch HF nicht, kennen wir beide nicht, aber irgendwie kommen wir vielleicht dahin. Ich erinnere nochmal an dieses Beispiel mit der Lotusblume, da hatten wir doch die Blume, die ragte einen Meter über ein Wasser, das war ein Meter. Hier ist die Blütenspitze und dann hat jemand die Blüte bis aufs Wasser runtergezogen und dann hatten wir hier ein rechtwinkliges Dreieck. Wie lang war die Seite? Und da haben wir gesagt, wenn das die Wassertiefe bis hier runter ist, ne, das hier ist T, da hat man gesagt, das ist T plus ein Meter. Praktisch als Ersatz. Vielleicht kommen wir auf diese Art so ran. Hier. Denn wir haben H, aber wir haben HF und HO nicht. Da müssen wir uns Gedanken machen. Machen wir mal eine Art Nebenrechnung. Wie können wir HO hinschreiben? HO ist gleich was? Ist gleich H plus HF, ne? Okay. Vielleicht können wir damit schon was anfangen. H plus HF. Wie können wir HF hinschreiben? HF ist? Aha. Was ist, wenn wir jetzt das ersatzweise hier einsetzen und, also das hier meine ich, ersatzweise da in die Formel einsetzen? Und das hier ersatzweise für das HO einsetzen. Was passiert dann? Schreibt das mal hin. Probiert das mal aus. Wir haben jetzt mehrere Ideen. Das war die eine Idee. Dann hatten wir noch die Idee zu sagen, naja, Moment mal. Auch hier, wenn ich mir mal die ganze Sache nochmal als andere Skizze mache, so ähnlich wie bei dem Kelchglas, kann ich doch sagen, ich kann auch Verhältnisse aufstellen. Ich habe doch hier eine bekannte Größe, die heißt H. Ich habe hier eine bekannte Größe, die heißt dk und das ist dg hier unten.
Und mit Hilfe des Strahlensatzes kann ich jetzt vielleicht was anstellen. Was kann ich anstellen? Probieren wir es mal aus. Und dann verfolgen wir hier oben weiter. Also, jetzt kann ich doch sagen, das ist meine Originalhöhe. Was verhält sich zu wem? Sag mal. So, mit Hilfe des Strahlensatzes haben wir einen Ansatz. Jetzt können wir nämlich sagen, HO, das, was wir nicht wussten. Und hier müssen wir mit HF arbeiten, das wissen wir auch nicht. Also dieses Zusammensetzen, das wird noch ein bisschen kompliziert. Wir sagen hier unsere Formel, die wichtige Formel für uns, ist ja letzten Endes nur diese hier. Und hier fehlt uns in diesem Fall nicht viel. Und wir können hier etwas einsetzen, hier in diese Formel. Mit der geht es jetzt weiter. Wir basteln uns jetzt mal mit Hilfe dieser Erkenntnis von HO was zusammen. So, dann basteln wir uns die Formel also wie folgt zurecht. Und jetzt geht's los. V ist 1/3 Pi mal RG Quadrat mal. Und jetzt statt HO sagen wir das, statt dieses HOs sagen wir das hier. Mal, und jetzt kommt H mal dG und das durch dK. Jetzt sollte man hier noch ein bisschen besser arbeiten, also die Formel ein bisschen verbessern. 1/3 Pi mal und jetzt dG. Halbe in Klammern zum Quadrat mache ich mal besser. Moment! Zum Quadrat Viertel mal H und dann mal dG und dann durch dK. So, Hausaufgabe ist folgende, die kontrolliere ich aber. Wer es nicht hat, hat ein Problem. Und zwar, diese Formel konsequent so weiterentwickeln. Ihr könnt das Tafelwerk mit zur Hilfe nehmen, dass letztendlich eine vernünftige Formel rauskommt, die so heißt wie hier, aber letzten Endes der Formel im Tafelwerk entspricht. Na denn, schöne Pause.